So, es geht weiter in Porta Fisco. Verdammt. Ich wollte doch alle Möglichkeiten mit Go hier durchgehen. So. Zack. Der Jingle. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Total. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah! Worauf warten wir noch? Wer als erstes da ist? Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alles durchgehen wollte. Deswegen. Man sollte eben nie zu enge Unterhosen tragen. Zum Glück gibt es Pillen, die... Oh, da kommt er. So, das da. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Ja, ja. Ich wollte ja nur das hier machen. Zack. Oh, nicht doch schon wieder. Dieses Mal wird es besser, versprochen. So. Und hier kommt schon die neue Frage. Alles durchgehen. Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Ui, doch so viel. Das ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Einen Moment noch. Wie war das gleich mit dem Zusammenkommen? Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Also langsam macht der Typ mich echt wahnsinnig. Darf ich meine klatschen? Ja, das wäre lustig. Aber halt es noch einen Augenblick zurück. Wie war das gleich mit unserer Gesundheit? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Das reicht. Mhm. Das Maß ist endgültig voll. Ah! Na, was ist jetzt? Siehst du immer noch große Schmerzen? Das müsstest du eigentlich. Sie kommen geradewegs auf dich zu. So warte doch. Das war nur ein Krampf. Ich werde wohl langsam zu alt für dieses Yoga. Euch wird es natürlich super gehen. Vorausgesetzt, ihr achtet auf euren Blutdruck. Irgendwie bin ich schon viel ruhiger. Wie war das gleich mit unserem Lebensabend? Ich weiß auch nicht. Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Das passiert sonst nie. Das ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Einen Moment noch. Das dann noch. Wie war das gleich mit unserem Reichtum? Oh, ihr werdet reich. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Also langsam macht der Typ mich echt wahnsinnig. Darf ich meine klatschen? Ja, das wäre lustig. Aber halt es noch einen Augenblick zurück. Was habe ich davon? Wie war das? Was bringt mir denn das, wenn sie meine klatschen? Das Maß ist... Na, siehst du im... Oder vielleicht doch eher eine Zukunft, in der du weiterhin feste Nahrung zu dir nehmen kannst. So warte doch. Ich habe ja gar nichts ausgesprochen. Ich sehe einen langen, beschwerlichen Weg. Aber ihr nehmt die beschauliche, wunderschöne Abkürzung. Und die führt euch direkt in eine rosige Zukunft. Geht doch, du Knallkopf! Ach, das muss ich jetzt bestimmt mit jeder Möglichkeit machen. Also das hatten wir. Mir fehlen noch
diese drei hier. Gut. Wie war das? Ich das noch. Falls das überhaupt was bringt. Lass uns hier einen Moment. Ich weiß es nicht. Wie war das? Bevor. Ja. Also langsam. Darf ich mal. Ja, aber. So, und jetzt noch einmal das. Wie war das gleich? Bevor muss. Das reicht. Das Maß ist. Ah! Na, was ist jetzt? Siehst du immer noch Zerrissenheit bei uns? Dann siehst du vielleicht auch die damit zusammenhängende Zerrissenheit deiner Ohrläppchen. So warte doch. Ich habe mich offenbar verguckt. Das war keine Zerrissenheit, die ich da gesehen habe. Das war Gerissenheit. Ihr meistert alle Hindernisse dank eurer Gerissenheit. Gerade noch die Kurve gekriegt, Kojak. Fehlen nur noch das und das. Wir nehmen einfach die Sachen, die wir schon kennen. Ich hätte auch dreimal das gleiche drücken können, das stimmt. Ist doch hopp. Lass uns einen Moment. Ich weiß nicht. Das müssten doch nur noch die beiden sein, wenn ich nicht irre. Also langsam. Darf ich meine. Aber. Möchte sehen, was er da sagt. Ich weiß auch nicht. Die Kugel ist auf einem. Das Maß. Ah! Na, was ist jetzt? Immer noch alles dunkel? Vielleicht sind das ja die Lichter, die gleich bei dir ausgehen. So warte doch. Wahrscheinlich ist einfach die Batterie zu schwach. Zu schwach für das strahlende Licht eurer Zukunft. Auf Elysium meine ich natürlich. Von wo aus ihr auf ein viel saubereres, glücklicheres Deponia hinunterschaut. Und ganz Deponia winkt euch dankbar lachend zurück. Und wehe nicht, du Klappergestell. Fehlt nur noch das mit dem Reichtum. Wie war mal sehen, was da passiert. Reich voraus. Das ist doch. Ja, ja, Humbug, bla bla. Wie war. Noch zweimal das machen. Also langsam. Darf ich meine. Ja, aber. Ja, das interessiert mich. Wie war das gleich? Oh. Reich vor. Das Reich. Das macht. Ah! Na, was ist jetzt? Wir wollen die Lottozahlen hören. Sonst zeige ich dir gleich mal, was man alles aus Eingeweiden lesen kann. So warte doch. Ich habe noch nicht alles gesagt. Die Kugel verrät mir die Zahlen zwar nicht, aber sie sagt, sie stehen in den Sternen. Das hilft euch sicher weiter. Bitte nicht schlagen. Wenn sich dein Tipp nicht auszahlt, dann wirst du bald Sterne sehen. Das verspreche ich dir. Okay, das war's dann wohl. Keine Ahnung, ob das mir jetzt was gebracht hat. Ich gehe mal weiter nach oben. Oh, hier ist ja kaum Fortschritt. Hier an dem Zoll komme ich nicht so leicht vorbei. Der Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. Also. Diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Habe ich hier jetzt keinen Fortschritt so wirklich. Ja, dann. Muss ich hier was herausfinden. Das brennende Fass, kann ich damit was anstellen? Habe ich mit dem hier schon geredet? Ich weiß nicht. Das erinnert mich an meinen grandiosen Trick mit der Gulaschkanone. So. Hey da, sozial benachteiligter Zeitgenosse. Muss das sein? Wieso? Ist das nicht der politisch korrekte Terminus? Ich habe extra nicht ranziger Penner gesagt, obwohl sich das ziemlich aufgedrängt hat. Mein Name ist Ghoul. Und wenn du dich über Obdachlose lustig machen willst, dann bist du ja an der falschen Adresse.
Keine Sorge, ich bin ein Freund des kleinen Mannes. Des kleinen Mannes? Ja, sein Name ist Wenzel. Ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Das niedere Volk versteht ja die Sprache der Bildung nicht. Zum Glück bin ich geübt im Ghetto-Slang. Och nee, och bitte mach das nicht. Hey ho, Digger, was geht ab in der Hood? Och, lass das bitte, ja? Ich hab nicht immer auf der Straße gelebt. Ich bin Akademiker. Ah, jetzt verstehe ich. Das hier ist so eine Art soziales Experiment, richtig? Du tarnst dich als Tippelbruder, um die Gebräuche der Trams zu studieren. Genau. Sehr clever. Fast wäre ich drauf reingefallen, aber nur fast. Zugegeben, dein Gestank ist authentisch. Aber was dein Benehmen betrifft, da gibt's noch viel nachzubessern. Ich kenne mich gut aus mit den Gepflogenheiten des gemeinen Kloschars. Warum ist die Musik jetzt gerade so laut? Wenn du mir im Gegenzug ein paar Fragen beantwortest. Aber. Keine Widerworte. Ich bestehe darauf. Ist das dein Schaum? Ja, ach, wir gehen einfach alles du durch. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ja. Ich sehe, du bemühst dich. Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also, was essen Penner? Was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wundschor von einem weggeworfenen Pflaster abgeknabbert. Boah. Ich sagte falsch. Penner essen Schuhe. Was? Na Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Was? Was stinkt denn hier so? Wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey, schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Orchidaleen. Ist das da dein Schirm? Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. Und was macht er jetzt? So, das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur in deiner Rolle zu bleiben. Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Beatbox? Es ist ganz einfach. So. Und jetzt du. Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove, yeah! Der ist cool, beliebt und lässig, der Kick-Ass erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und Salz bringt wie ein Alba geht? Wer kommt krass und ganz weit rum? Wer ist bald auf Elysium? Rufus! Yeah, yeah, Rufus! Hey, hey, hey! Was, wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue mal einen Break ein. Das ist nicht denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Ach, scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir Freestylen beibringen zu wollen. Dabei war der Song so gut. Penner. Ah, genial. Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Nein, tut mir leid. Ich habe die Schnorchelausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Penner benutzen nämlich keinen Sarkasmus. Kannst du mir etwas über Porta Fisco erzählen? Klar. Was möchtest du wissen? Das. Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Hat der eigentlich die Stimme von Gronkh? Ich weiß es nicht. Es klingt aber sehr ähnlich, zumindest würde ich mal sagen, wenn es nicht so ist.
Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Ja, na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich kenne nur den hier. Ist Porta Frisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegszoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher gehört es zu den Aufgaben des Organon, den Ponianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig. Und man munkelt, es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß. Vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Porta Frisco. Dann würde ganz Porta Frisco einen Luftsprung machen. Ja. Mehr als du denkst. Bitte was? Beim Gähnen verrenkt. So langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Lass uns das Thema wechseln. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porta Frisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Darum ist es bei dir weniger schlimm. Könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Spinnst du? Also erst machst du ihn kaputt und jetzt willst du mir ganz wegnehmen. Wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als Requisit für meine Rolle. Okay. Wie wäre es mit einem Deal? Ich besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Das würdest du wirklich tun? Na klar. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digga. Okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. So, Bananen. Du siehst hungrig aus. Ja, bin ich auch. Hast nicht zufällig was Essbares dabei? Nichts Passendes, nein. Aber ist mir auch egal, was es ist. Ich könnte gerade alles essen. Falsch. Wie jetzt falsch? Du kannst eben nicht alles essen. Penner essen Schuhe. Was? Na Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Also muss ich jetzt irgendwie an Schuhe kommen? Seriously? Okay. Das machen wir mal im nächsten Part und bis dann nicht mehr im Candy Jones.